Fail Train. Fail der Woche! Carsten hat gedacht, hey, wir nehmen ganz viele Videos auf. Videos aufnehmen ist super awesome und wir brauchen Speicherkarten. China-Nachbau. Hier haben wir eine SanDisk von Kimsnot. Extreme Pro, 95 Megabits die Sekunde. Mit UHC 3, SDH XC Klasse 10, 256 Gigabyte. Ich hab's ausprobiert, ich hab's formatiert. Wow, es sagt 256 Gigabyte. Kann ja auch ein Firmware-Trick sein. Gut, Daten drauf gespielt. Gut, bis 24 GB ist alles okay. Nehmen wir mal hin, die hat mindestens 32. Jetzt kommt es zur Übertragungsrate. Die ist absolut beschissen beim Lesen, Schreiben. Und nicht nur beim Lesen, Schreiben, sondern die funktioniert gar nicht mit unseren Kameras. Wenn ich die nämlich einstecke, sagt er, hey, Leseschreibfehler oder hey, deine Karte ist einfach zu langsam. Wir können in dieser Bitrate überhaupt nicht aufnehmen, deswegen Scheißdreckskarte. Die ist zu nichts Nutze, außer wenn ihr nichts Wichtiges drauf lagern wollt, weil die Verlässlichkeit will ich jetzt auch mal irgendwie anzweifeln. Wie viel hat sie gekostet? 19 Euro für 256 Gigabyte. Wo wir noch nicht ausgetestet haben, wo das Maximum ist oder wie viel wirklich drauf passt, bis sie stirbt. Ja, ich habe Angst, die voll zu machen. Weil dann irgendwann ist er dann ganz kaputt. Weil das ist immer so ein Spiel. Ein Megabyte mehr rauf und runter, wenn da Fake-Software drauf ist, ist er hin. Also, Fail der Woche, kauft euch keine Terabyte großen SD-Karten im China-Shop. Die gibt es nicht. Für diesen Preis, es kann nicht existieren. Für 256 Gigabyte SDXC-Karte zahlt ihr im Moment noch mindestens 60 Euro aufwärts. Bedenkt es, wenn ihr was kauft. Auch wenn ihr kleinere Karten kauft, achtet immer drauf. Und die Geschwindigkeitsangaben von Nachbaukarten sind immer fake. Und am Ende hast du dann so ein Teil, wo du nicht mal wirklich weißt, ob du das benutzen solltest. Aber ich kann was Schönes damit machen. Unser Tisch steht nämlich ein bisschen schief. Das hat's gebracht. Böses China Mengpeng. Jetzt muss ich das schon wieder rausschneiden. Hier in der Endcard seht ihr jetzt auf einmal magische Dinge. Das sind überall Videos. Die könnt ihr euch angucken. Aber wenn ihr uns nicht sehen wollt, dann müsst ihr jetzt wegklicken. Weil das ist sonst blöd. Weil sonst kommt ihr in einen Loop und dann kommt immer mehr von uns. Und dann irgendwann... Irgendwann seid ihr durch. Und wir auch. Also wir sind jetzt schon durch. Also eigentlich waren wir von einer Minute durch, aber ich rede immer noch weiter, was eigentlich ziemlich schlecht ist.